Ja, Hallöchen, liebe Leute. Ja, jetzt ist es endlich soweit, das letzte DLC ist rausgekommen und deshalb gibt es ein kurzes Wiedersehen mit Mace. Und, ja. Ich glaube, es ist gerade Nacht hier. Zumindest sieht es aus. Ja, hallo. Gut, dann gehen wir erstmal pennen. Ich habe eine private Superlegung. Na dann. Wanda? Halluziniere ich oder sitzt du in der Bibliothek und steckst die Nase in ein Grimoire? Nein, es ist wahr. Wanda in der Bibliothek. Buch mit Zauberversen in der Hand. Oh, da wird jemand verhext werden. Falls du damit Lilith, Hydra und jeden Lilin-Lakaien auf dem Planeten meinst, dann yeah. Die sind erledigt. Denn Scarlet Witch ist zurück in Bestform. Dann fürchtest du also nicht mehr deine Kräfte oder ob du sie kontrollieren kannst? Der Fluch der Selbstzweifel wurde definitiv aufgehoben. Ich habe das Gefühl, ich kann mich wieder auf mich verlassen. Und dafür habe ich auch dir zu danken. Vielleicht fürchtest du dich nicht mehr vor dir selbst. Aber jetzt hat Lilith etwas, das sie wirklich fürchten muss. Und dieses Etwas bist du. Da hat sie sich mit der falschen Hexe angelegt, was? Ach, das ist so ihre Angewohnheit. Nun... Jetzt bekommt sie es mit uns beiden zu tun. Also gehen wir besser an die Arbeit. Schließlich haben wir eine Welt zu retten. Und zum ersten Mal seit langem spüre ich wahrlich und ehrlich, dass ich bei ihrer Rettung helfen kann, ohne sie dabei versehentlich zu zerstören. Das gibt mir Kraft. Ich bin froh, dass es dir besser geht, Wanda. Und alles dank dir. Dankeschön. Das war sie eigentlich nicht, was wir wollten. Oh oh, hier kommt Ärger. Nee, hier kommt gar kein Ärger. Keine Sorge. Hey, ich hätte da eine Bitte. Fühlst du dich heute gut? Hey, Hunter. Manchmal bin ich sogar von mir selbst beeindruckt. Bis zum nächsten Mal. Legen wir los. Wir könnten ein paar Runden drehen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin schon mal abgehakt. Jetzt können wir endlich los. Aha, Storm-Mission verfügbar. Super.
Darauf haben wir gewartet. Noch gucken, wann. Ach ja. Storm, Indiana und Wolverine, ja. X-Men. Warum auch nicht? Los geht's. Interessant wird's allemal. Hallo? Hey Junior, eine gemeinsame Freundin braucht Hilfe. Logan? Aber wie bist du? Ich habe meine Methoden. Willst du helfen oder nicht? Kommt auf die Freundin an. Aurora Monroe. Oh, na klar. Ich habe sofort Zeit. Gut. Du weißt, wo du uns findest. Wo der Ärger ist. Das war ja mal eine kurz und bündige Einführung. Iliana, danke, dass du kommst. Aurora, du kannst immer auf mich zählen. Eine Freundschaft für alle Lebenslagen hat Macht. Dank sei der Göttin dafür. Wir vermissen dich in der Schule. Du bist zu Hause immer willkommen. Ich habe mein Zuhause bei den Midnight Suns gefunden. Aber ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Was ist das Problem? Vor einem Jahr stieß der Professor hier auf eine Mutantin mit schlummernden Fähigkeiten. Dahlia. Ich habe mich mit ihr getroffen und lud sie auf Xavias Schule ein. Sie lehnte ab. Sie kannte nur das Waisenhaus. Ich kam heute her, um zu sehen, ob sie ihre Meinung geändert hat. Aber laut dem Waisenhaus ist sie verschwunden vor 3 Monaten. Lass mich raten. Kaum hatten sich ihre Kräfte gezeigt. Es ist meine Schuld. Ich wollte sie nicht von dem Ort wegholen, an dem sie sich sicher fühlte. Ich dachte, sie könnte sich noch ein bisschen länger verstecken. Ich lag falsch. Du hast getan, was du für richtig hieltst. Wie du es immer tust. Dahlia würde niemals jemanden verletzen. Und jetzt ist sie durch die Maschen gerutscht. Ein weiterer Geist im Wind. Diese Stadt ist nicht gut zu ihren Geistern. Hey, wer bist du und was hast du mit Magic gemacht? Besonders nicht, wenn sie von Vampiren befallen ist. Deshalb müssen wir sie vor ihnen finden. Sie haben uns schon gefunden. Beschützt die Kinder. Um jeden Preis. Um die Kinder zu beschützen, sind wir auch dabei. Störe die Himalisten und besiege alle Vampire. Als wäre es nicht genug, Jagd auf Unschuldige zu machen. Sie haben es auf die Verletzlichsten abgesehen. Ich würde sie Feiglinge nennen. Aber sie sind nur hirnlose Aasfresser auf der Suche nach einfacher Beute. Ich habe hier was, an dem sie sich die Zähne ausbeißen können. Ach, Logan. Wieder zusammen. Wie in alten Zeiten. Viele von Storms Fähigkeiten werden stärker, wenn sie erst im Zug nachdem sie gezogen wurden eingesetzt werden. Nur nach dem Schlüsselwort nächster Zug auf Storms Fähigkeiten zu sehen, welche Boden am Beginn des folgenden Zuges angeführt werden. Okay. Ich fürchte weder dich noch deine Freunde. Und schnell hinzu, ne? Den Gegner in einem Gebiet zurück. Die Kräfte der Natur verschwinden. Sehr effizient. Jetzt bin ich. Gute Arbeit.
hässlich gehört mir. Was immer für dich funktioniert. Ich hätte wachsamer sein sollen. Dahlia war auf sich allein gestellt. Allein mit ihren erwachenden Fähigkeiten. Was hättest du ausrichten können? Denk nur, wie viele Mutanten ähnliche Schwierigkeiten durchgemacht haben. Scheint ein größeres Aufwachsen zu sein, solche Prüfungen durchzustehen. Es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Egal wo. Plump, aber effektiv. Zumindest können wir dafür sorgen, dass es nur einmal Vampire gebärt. Nicht übel, Kumpel. Oh, wie süß, hab ich einen gereicht. Für einen weitaus unbedeutenderen Limbo-Dämon. Es macht dich mal Spaß, die. Scheint sie gar nicht zu kümmern. Es mag sie nicht kümmern, doch der Gebieter dieser erbärmlichen Kreaturen wird sie vermissen. Die werden doch genauso schnell erschaffen, wie wir sie erledigen. Du bist ja heute ein wahrer Sonnenschein. Ich bin immer ein Sonnenschein, der alles tut, dich zu blenden. Das ist die Magic, die ich kenne. Wenigstens sind wir rechtzeitig für die Kinder gekommen. Warum für den Abschaum der Gesellschaft kämpfen? Hm? Es ist unter deiner Würde. Nur du bist unter meiner Würde. Die neuen Vampire sind ein Evolutionsschritt, wie die Mutanten vor ihnen. Aber Vampire wachsen weiter. Mutanten bleiben der Menschheit verhaftet. Ein abgebrochener Zweig des Evolutionsbaums. Diese Ausgestoßenen sind nicht deine Familie. Sie sind Brennstoff. Es gibt eine Nahrungskette. Und wir werden uns laben. Sieg ist hin. Wir haben ja schon oft genug den Abschnitt. Seht ihr es nicht? So wie die Mutanten die Menschheit an den Abgrund drängen, wird es auch diese neue Rasse tun.
Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Ach, an dem, was du getan hast, ist nichts natürlich. Ein Mutant, der die Menschheit unterjochen will, spricht nicht für uns. Das ist nicht meiner. Da ist aber jemand angepisst. Wie lange hast du darauf gewartet? Wenn's gut werden soll, macht man's selbst. Hey, ja, zeig, was du kannst. Ich hatte immer eine Schwäche für Xavias Neuzugänge. Dann legt mal los. Ich verstecke. Unsere Zeit ist gekommen. Eine weitere Begegnung mit mir überlebst. Frischfleisch im Anmarsch. Oh, hey. Wärst du wirklich entwickelt, würdest du sehen, wie viel geleitet deine Hand ist. Vergieß die Menschheit Tränen für ihre zahllosen Mahlzeiten? Schert sie sich mit mir Fleisch? Das eine rechtfertigt nicht das andere. Du bist nicht mehr ganz bei Verstand. Oder vielleicht sehe ich die Dinge so klar wie noch nie. Mach dich gefasst! Das muss Übung gekostet haben. Wie heißt es so schön? Es erfüllt seinen Zweck. Sieht nicht gut aus für dich. Sparen wir noch diesen Helden. Wie sie befehlt. Ihr Wille geschehe. Wow. Nicht drauf. Arbeiter, reagiert. Wir erlauben dir nicht, diese Plage auf die Welt loszulassen. Meine Art hat wenig vor euch zu tun. Dann sollten sie besser anfangen, uns zu fürchten. Ich habe immer noch sämtliche Aufmerksamkeit.
schon mal einen Boost. Vertrau mir. Du bist ein... Du bist ein... Ja, geschafft. Noch triumphieren wir. Das war ein Viertel meiner Macht. Dein Training hat sich gelohnt. Der Danger Room hat Eindruck hinterlassen. So wie du bei Sin. Die kommt nicht wieder. Ich frage mich eher, warum sie überhaupt hier gewesen ist. Stimmt. Das hier ist größer als wir. Wenn wir es mit Sin aufnehmen wollen und Dahlia finden wollen, brauchen wir Verstärkung. Die meisten X-Men sind mit dem Shi'ar-Brutkrieg beschäftigt. Keine Sorge. Die Midnight Suns werden helfen. Ja, ich soll schon sagen, willkommen an Bord, Storm. Storm, richtig? Ja, du musst Hunter sein. Magic hat mir von dir erzählt. Warum macht mich das nervös? Nur Gutes, das verspreche ich. Danke, dass du mich in deinem Zuhause aufgenommen hast. Ich habe so etwas wirklich noch nie gesehen. Die Abtei ist mysteriös und geheimnisvoll, gleichzeitig aber sicher und freundlich. Wirklich eigenartig. Die Abtei ist etwas Besonderes. Selbst ich kenne nicht alle ihre Geheimnisse. Klingt wirklich einzigartig. Ich erkenne schon die Gemeinsamkeiten mit Xavier's Schule. Apropos, was findest du an der Abtei am interessantesten? Ja. Das T-Shirt ist ein bisschen unglücklich gewählt, wenn man Storm begeht. Die Bewohner machen jeden Tag interessant und frisch. Ja, die Menschen sind das Lebensblut einer Gemeinschaft. Das gilt auch für Xavier's Schule. Die Schüler sind allesamt sehr bunte Charaktere. In diesen Mauern wird es nie langweilig. Wenn es mal still wäre, würde ich mir Sorgen machen. Entschuldige, ich habe das Gespräch dominiert. Hast du irgendwelche Fragen an mich? Ja, einige. Sehr gerne. Schieß los. Erzählst du mir etwas über deinen Hintergrund? Ich gehe nicht groß ins Detail, aber ich war ein Waisenkind. Ich musste alleine klarkommen und bin zu einer guten Taschendiebin geworden. Du hast andere bestohlen? Um zu überleben. Und ich bin durchgekommen. Nach ein paar Jahren haben sich meine Mutantenkräfte gezeigt. Und Xavier hat mich in die X-Men aufgenommen. Der Rest ist Geschichte. Kommt mir vor, als würdest du einiges auslassen. Vielleicht. Meine Vergangenheit ist Geschichte. Sie liegt hinter mir. Ich sehe lieber nach vorne.
Aus deinen Händen sind strahlende Lichter gekommen. Was war das? Es ist etwas kompliziert, aber ich kann das Wetter und die Atmosphäre kontrollieren. Was du gesehen hast, war Elektrizität. Wow, ist ja unglaublich. Jetzt verstehe ich auch deinen Namen. Thunder und Lightning gehen nicht so gut von der Zunge. Du hast gesagt, dass deine Kräfte kompliziert sind. Inwiefern? Irgendwann erkläre ich es dir vielleicht. Sagen wir einfach, ich kann Mutter Natur nicht zu sehr manipulieren. Ah, ihr kontrolliert euch gegenseitig? Exakt. Wie heißt du eigentlich? Aurora Monroe. Und du? Hunter. Kurz und knackig. Gefällt mir. Hat dein Name eine Bedeutung, so wie meiner? Offenbar heißt er Schönheit. Etwas peinlich, aber ich verstehe die Absicht dahinter. Ich habe es mir anders überlegt. Das Angebot gilt noch. Oh Mann. Ich muss sagen, Schönheit trifft eigentlich ganz gut. Also. Hoffentlich finden wir Dahlia bald. Eine neue Mutantin ganz allein? Das ist schwer. Ich würde sagen, tiefgehende Konversation passt zu Storm. Ich habe noch eine Frage. Worum geht es denn? Hast du mit deinen Kräften je Schabernack getrieben? Was denkst du? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich denke, das beantwortet deine Frage. Ich habe gern Spaß, aber meine Kräfte eignen sich nicht dafür. Ich verstehe, was du meinst. Ganz ehrlich, ich schwäche mit meinen Kräften schlechtes Wetter ab. Wenn es regnet, erschaffe ich einen kleinen Raum, in dem niemand nass wird, anstatt den Regen zu stoppen. Das klingt so nett. Wer weiß, vielleicht lasse ich es mal wie aus Eimern schütten. Ich weiß, das ist eine Redewendung, aber es wäre schon lustig. Ich auch. Mal schauen, was könnten wir ihr schenken? Geht dann mal rum. Oh. Ich hatte eine wundervolle Zeit. Gut gemacht. Das sieht gut aus. Ich hatte eine schöne Zeit mit dir, Hunter. Ja, mit mir kann man immer eine schöne Zeit haben. Ja, ja. Die Storm schließt sich uns an. Ich wünschte, die Umstände wären besser. Hallo, Hunter. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich wollte dir ein paar Fragen stellen. Sehr gerne. Schieß los. Ja, die haben wir schon. Ich habe es mir anders überlegt. Das Angebot gilt noch. Es ist nie gut, diese... Und? Was sagst du zu Storm? Ich kann es kaum erwarten, mit ihr zu arbeiten. Diese Wirkung hat sie auf viele. Selbst auf dich? Sie war meine Mentorin und hatte meinen Respekt, aber den musste sie sich verdienen. Manche Anführer labern nur, anstatt schwierige Entscheidungen zu treffen. Storm nicht. Sie ist nicht groß ins Detail gegangen, was ihre Kräfte angeht, aber sie klingen beeindruckend. Beeindruckend? Sie ist 100 Pro der Hammer. Ah, sie wirft mit 100 Hämmern. Ach, du bist unverbesserlich. Ach komm, wer würde das nicht gern sehen wollen, wie Storm 100 Hämmer wird? Danke, dass du Hilfe anbietest. Liegt dir sonst noch etwas auf dem Herzen? Nee, nicht wirklich. Danke, Carol. Bis dann. Ja, vielleicht soll ich das Magneto Was White-T-Shirt morgen nicht anziehen. Das könnte einen falschen ersten Eindruck machen.
Okay, schon mal ein Hoodie heute. Ja, das geht schon besser. Und Steve will mit uns reden. Meine Güte. Dann sind wir beliebt. Willkommen in meiner Kaserne, wie ich gerne sage. Erinnert dich an deine Kriegstage, was? Der Geruch ist derselbe. Alte Socken, Anspannung und mitunter Angstschweiß. Ich war noch ein Kind, als ich zur Armee gegangen bin. Ich dachte, meine Kriegstage würden nie enden. Wenn du könntest, würdest du dich heute anders entscheiden? Rückblickend würde ich so manche Entscheidung anders treffen, aber diese nicht. Gegen die Nazis zu kämpfen, war alternativlos. Wenn das Böse sich erhebt, kann ich nicht einfach untätig zusehen. Ich sage es nur ungern, aber vielleicht ist der Krieg unsere Bestimmung. Wir sind beide Soldaten, die aus unserer Zeit gerissen und wieder in den Krieg geworfen wurden. Vielleicht sind wir dazu bestimmt, einen endlosen Krieg auszufechten. Ich weiß nicht, Steve. Ich glaube daran, dass es eines Tages eine Welt ohne Krieg geben wird. Ich fasse es nicht, dass ich das sage, aber du bist optimistischer als ich. Ehrlich, Steve. Stell dir eine Welt vor, in der Frieden herrscht. Du könntest tun, was du willst. Ich würde mir einfach eine andere Sache suchen, für die ich ohne meine Fäuste oder meinen Schild kämpfen könnte. Zum Beispiel? Keine Ahnung. Vielleicht irgendwas mit sozialer Gerechtigkeit oder den Klimawandel aufhalten. Du wirst nie aufhören, die Welt zu retten, oder? Nein. Und du auch nicht. Du bist hier quasi mein Co-Captain. Wir können vielleicht nicht alle Kriege beenden, aber wenn du weiter mitziehst, zumindest diesen. Ach, das ist schon voller Typ irgendwie. Drei Missionen mit Storm ab. Ja, das sollten wir eigentlich locker hinkriegen. Gib mir eine Sekunde. Okay, was ist los? Tony muss natürlich hier mal sein. Das gehört nicht zu meinen besten Arbeiten. Okay, da bin ich. Den. Und den. Man sieht sich, Hunter. Meinst du, Dr. Strange? Mensch, kann viel. Bist du bereit? Du hältst mich ganz schön auf Trab. In Ordnung. Jo, guck doch mal, was sie alles haben. Angststorm. Das sieht ja geil aus. Oh? Ja, ganz klassisch sogar. Hat was. Aber wieder mal das gleiche Problem mit Carol, die hat dann eine andere Frisur, also. Ja, da muss es nur wieder für Verwirrung kommen. Die Zeit läuft, Hunter. Ja, ich bin ja schon dabei.
Bis zum nächsten Mal. Privet, Hunter. Hey, möchte ich wissen, warum wir hier stehen? Zu bereden. Hey, ich hätte da eine Bitte. Schick den Nico Mino und Wanda Maximus zusammen auf eine Mission. Gut, danke, wir Hunter. Es lohnt sich einen. Schön, dich zu sehen. Gut, ich hatte gehofft, etwas tun zu können. Das Neueste aus Hydra-Welt. Das sind die derzeitigen Prioritäten. Das wird meine oberste Priorität. Ich bin bereit, Ärsche zu kauen und Kaugummi zu treten. Okay. Halt dich von Ärger fern. Okay, wait, ich Hi, lass dich mal mit deinen schmutzigen Gedanken. Das wird doch mal ein schöner Film. Wir wissen, wie es geht. Die Hydra-Mystikerinnen öffnen ein Tor. Du musst sie aufhalten. Wer weiß, was da sonst noch rauskommt. Na, kriegen wir schon hin. Sie wollen sich immer noch den Elementen stellen? Kommen da noch mehr? Ihr scheint nicht bereit für uns zu sein. Für gewöhnlich. Sie werden nicht so einfach fallen. Du wirst immer besser damit. Eine Mystikerin wäre ausgeschaltet. Niemand ist über Verbesserung erhaben. Sie geht vorüber. Das ist ja interessant. Sie haben noch eine Mystikerin aus dem Ritual gekegelt. Bald geschafft. Ach, lass mir erst mal. Die Mystikerinnen graben tiefer und tiefer. Sie wollen etwas herbeirufen. Ja, das sind nur noch eine, also geht's schon. Unterwirf dich!
Falls ihr noch nicht beschissen genug. Ihre Absichten haben sich nicht geändert. Die sind wohl noch immer hinter mir her. Zweck erfüllt. Versuchen wir das mal. Ich fürchte den Tod nicht. Dich verschlingen. Wo hast du den gelernt? Hier ist noch einer für euch. Sein war nicht gut genug, hm? Ihr musstet unbedingt auch noch Dämonen anbeten. Jetzt geht's den Leuten noch ganz gut. Wo habe ich das schon mal gesehen? Wir merken, dass du das gemacht hast. Sie haben ihren Fehler noch nicht realisiert. Gesicht geschlagen worden? Heute könnte euer Glückstag sein. Jetzt kommt ihr. Dafür bist du gekommen. Bist du bereit? Was immer wollte. Was noch sie?
doch noch Baumwiesen.